Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans in der Version 123.0.1. Ja, es freut mich total, dass ihr den Weg auf meinen Kanal gefunden habt, dass ihr meine Videos so interessant und so begehrenswert am Schauen seid. Wenn ihr neu dabei seid, lasst doch ein kostenloses Abo für mich da. Freut mich unheimlich, dass wenn der Kanal weiterhin wächst. Ja, wir haben gesagt, wir wollen heute die Bäckerei weiter anschließen. Paletten von Eier haben wir jetzt genügend da, Zucker fehlt uns noch und dafür müssen wir zur Zuckerfabrik. Ja, die Zuckerfabrik, die muss natürlich auch Lieferanten wieder haben. So, privat, nee, Moment, machen wir das da mal weg. Privatstraße setzen wir dann direkt hier vorne hin. Können wir den auch direkt verbinden. So, und dann haben wir jetzt hier Zuckerfabrik. Die braucht mehr Abnehmer. Das heißt, wir machen hier erstmal dies. Und dann geht es hier noch mal runter. Der wird nicht klappen. Naja, der wird auch nicht klappen. Naja, ist erstmal egal. Wir setzen erstmal hier an. Und dann kommt dort natürlich noch ein Verteilschild. So, dann können wir auch direkt die Zuckerfabrik mit Strom versorgen. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier unser Stromnetz haben. Das hätten wir hier hinten. Können wir natürlich auch direkt rüberziehen, weil Klinikum wird auch bald kommen. So, ich meine, anschließend können wir natürlich schon nach Klinikum. Das haben wir. Ja, dann können wir die Fenster wieder schließen. Die Zuckerfabrik. So, wer ist denn hier der Lieferant? Zuckerrübenbauer. Da hatten wir doch drei Stück, genau. Wie schließen wir die denn an? Ich würde sagen, wir machen hier eine Straße durch. Die wir aber als Privatstraße auch wieder machen, weil sonst ist ja hier wieder alles nur voll mit die PKWs. Einmal für die Ladebuchten, nur 5 Stück, die sollten eigentlich reichen. Hier genau das gleiche Spiel. Auswahl. Und dann hatten wir doch hier irgendwo, genau da. Können wir eigentlich auch mit der 100er Straße, da die 100 fahren dürften. Und damit es hier jetzt wieder günstiger wird, nehmen wir nur die 50er. Und ich denke mal, 5 reichen hier auch, 5 Ladebuchten. Anschließen beziehungsweise setzen. So, dann haben wir dies. Genau, hier haben wir ein Auswahlschild vergessen. Da kommt noch ein Auswahlschild hin. So, genau. Oh, da haben wir. Oh, 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 oh. Wollen wir jetzt hier wieder ein verstecken? Ah, das ist halt hier, was der Michael meinte.
Da brauchen wir den Bus. Fahrplan. Hoffen wir mal, dass sich der Stau hier wieder auflöst. Ja. Ach du Schreck. So, jetzt haben wir hier noch keine Ladebuchsen. Ladebuchsen. Können wir nennen, wie ihr sie wollt. Und gleichzeitig, damit die Produktionsrate hier mal ein bisschen erhöht wird, werden wir hier hingehen und sofort die Einzelnen mit Strom versorgen. Oh, können wir hier auch direkt. Oh, hier rüber. Hier mal ziemlich dicht der Straße entlang. Ist alles angeschlossen. Genau, so wollen wir es haben. Jetzt ist es natürlich sinnvoll, wenn wir hier hingehen an der Stelle, da wir ein paar LKWs mehr brauchen, setzen wir hier nochmal ein Depot hin. Und dann schauen wir mal, was wir brauchen. Schüttgut. Okay, dann setzen wir Schüttgut, Fahrplan, hier, zur Zuckerfabrik, haben wir nicht mehr geöffnet, okay, zur Zuckerfabrik, frei, Fahrplan umbenennen, LKW, nennen wir den mal Rübenbauer. Bauer 1 zur Zuckerfabrik. Haben wir drin. Genau, gespeichert. Und dann können wir da ruhig 5 LKWs zulassen. Das gleiche Spiel machen wir jetzt mit dem nächsten. Fahrplan zur Zuckerfabrik. Linie, LKW, Rübenbauer, 2, Zuckerfabrik, da haben wir aber noch 2 zur Zuckerfabrik, genau, so, speichern bitte. 5. Auch wieder freigeben. Und weil es so schön ist, machen wir dann natürlich noch den nächsten. Fahrplan. Da. Zur Zuckerfabrik. Genau. Benennen wir den auch wieder um. LKW Rübenbauer 3 Zuckerfabrik. Und machen wir auch direkt wieder 5 LKWs voll. So. Jetzt können wir aber hier mal schauen. Dort ist schon ordentlich Zucker, was gelagert wird. 185 Tonnen, 75 Tonnen und hier haben wir auch nochmal 160 Tonnen. Okay, gut. Somit hin haben wir jetzt die Zuckerfabrik. Auf jeden Fall mit Zucker abgedeckt. Genau. Und die ersten Paletten Zucker
sind auch schon auf Lager. Das heißt, wir können jetzt hingehen. Ah, hier hat sich alles aufgelöst. Super. Das heißt, wir gehen jetzt hin. Wir werden ein LKW uns holen. Und Zucker ist Stückgut. Nehmen wir die hier wieder. Fahrplan. Hier. Abnehmer Bäckerei. Eigener Fahrplan. LKW. Zuckerfabrik. Nach Bäckerei. So. Speichern. Was machen wir denn da? 5, ja, ne? Wir setzen einfach erstmal 5 an. Wir können aber hier noch ein bisschen erweitern, dass der Ablauf hier ein bisschen schneller funktioniert. Die Abfertigung. 4 neue Ladebuchsen, das sollte eigentlich dann ganz gut klappen. So, Zucker sind 60 Paletten da. Da kommen die ersten LKWs für die Abholung. Genau, da die nächsten 10, 70 Paletten. Sollte eigentlich jetzt ganz gut klappen. 26 Paletten kriegen wir auf einen Schwung weg. Wir können ihm verfolgen. Und dann auch nochmal gucken, wo er landet und wie er dort ankommt. So, da hat er geladen. Können wir mal ein bisschen schneller. Ab zur Bäckerei. Ja. Super. Also, das macht er ordentlich. Jetzt haben wir hier natürlich nichts mehr da, aber Zucker wird ja produziert. Es ist ja genügend auf Lager. Also, so schlimm sollte der jetzt nicht sein. Genau. Das heißt, unsere Bäckerei bekommt jetzt auch Zucker. So, wir haben eine Mühle, haben wir doch im Betrieb. Hier. Hier haben wir eine Mühle im Betrieb. Jetzt müssten wir von dieser Mühle müssen wir erstmal würde ich die hier hinten ganz gerne ein bisschen erweitern. In der Hoffnung, dass es jetzt die Bäckerei ist. Ja, die Mühle. Ja, ist es. Sehr gut. So, was hast du denn hier an... Ah, du hast hauptsächlich Passagiere da. Okay. Fahrplan. Brauerei. Fahr mal bitte zur Brauerei. Wir schließen hier mal den Hühnerhof am Stromnetz an. So. Wir haben 8,4 Einheiten. Jetzt haben wir 15,2 Einheiten. Jetzt produziert sie halt ein bisschen mehr Gerste. Das ist schon mal ganz gut. So, dann haben wir hier hinten auf jeden Fall, hoffe ich, mal wieder ein bisschen mehr Platz und auch Luft.
Wir müssen hier jetzt Mehl transportieren. Wo haben wir denn hier das nächste Depot? Hier hinten irgendwo, ne? Hier hinten irgendwo hatten wir mal eins. Dann werden wir hier vorne nochmal neu setzen. Das wird aber auch die letzte Amtshandlung, denke ich mal, in dieser Folge werden. Und zwar, dass wir Mehl abtransportieren zur Bäckerei. Auch wieder Stückgut. Also Palettenware. Bäckerei. Dort. Wir möchten aber ganz gerne da haben. Und dann geben wir wieder ein. LKW. Mühle nach Bäckerei. Ich würde jetzt erstmal mit 5 LKWs anfangen. Wie viel braucht die denn? Ja, Mehl kann sie ordentlich was verkraften. Ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Aber uns fehlen noch Molkereiprodukte. Aber okay, das machen wir dann jetzt gleich noch. Ja, das machen wir noch. So, du lädst auf anderen. Ne, du lädst da. Ach. So, was kannst du denn jetzt hier verkraften? Du hast hier Mehlpaletten stehen. Okay. Mach du mal, das wird schon alles laufen. Ja, genau. Ja, das läuft. Okay, wir springen mal rüber zur Bäckerei. Und dann haben wir hier noch Anlieferer, die Molkerei. Hier haben wir jetzt die Molkerei. Das heißt, wir brauchen auch Viehhöfe. 2 Stück sind hier eingetragen. Wir gucken uns die gleich mal an. Aber als allererstes werden wir jetzt hier die Zufahrtsstraße setzen. Und bevor hier wieder was ist, machen wir direkt als privat wieder. So. Hier mal ein bisschen mehr direkt an Ladebuchten machen. Wenn es hinhaut, das haut mir nicht hin. Hab ich mir gedacht. So. Okay. Ladebuchten. Dann haben wir diese jetzt schon mal. Genau. Jetzt ist ja die Frage, wo sind die Viehhöfe? Hier ist einer. Hier ist ein Viehhof. Könnten wir rein theoretisch auch sofort anbinden. Privatstraße. Verteilen. Und dann setzen wir jetzt hier die Ladebuchten hin. So, die haben wir. Was wir hier noch nicht haben, ist Strom. Umspannwerk. Zack. Und wir produzieren jetzt anstatt 25. Ah ne, das ist die Molkerei. Da haben wir gerade nichts mit zu tun. Genau, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir irgendwo hier in der Nähe ein Depot finden. Weil ich möchte nicht schon wieder ein neues bauen. Ja, hätten wir hier hinten noch eins, ne? Ja, nehmen wir das hier, ist egal.
Milch. Flüssige Lebensmittel. LKW. Hier haben wir Siloware. Flüssige Lebensmittel. Mineralöl. Mineralöl. Also bleibt uns nur er hier und er hier. Warum können wir ihn denn nicht nehmen? Hier hätten wir aber 22 Kubik. Verkaufen wir ihn und nehmen den Auflieger. Da kriegen wir mehr mit weg. Bitte vollladen. Ab zur Molkerei. Molkerei. Fahrplan. Eigenen Fahrplan entwerfen. LKW. Viehhof. Viehhof zur Molkerei. Übernehmen. Nehmen. 5. Ja, wir versuchen mal. Ich weiß noch nicht, wie viel Milch hier wirklich nachher produziert wird. Hat gar nichts produziert. Das ist mies. Ach. Ja. Bei der Molkerei kann ja auch nichts passieren, ne? So, Milch. Da haben wir 430 Kubik, also hier wird ordentlich durchproduziert. Das heißt, es sollte eigentlich ganz gut zu klappen sein. Ja, denke ich mal schon. Wir können den mal hier verfolgen. So, 22.000 Liter Milch und ab zur Molkerei. Und abgeliefert. Ja, super. Das sollte hinhauen. Klar, wir werden jetzt erstmal Minus fahren, ist ganz normal. Achten wir noch mal kurz drauf. Ja, doch, aber wir fahren eigentlich. Ja, wir fahren eigentlich im Fluss. Also die Touren fahren eigentlich im Plus. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Genau. Okay, dann haben wir diese Sache auch wieder erledigt. Jetzt haben wir allerdings dann nur noch das Problem, dass wir die Molkerei noch mit Obst und Südfrüchten beliefern müssen. Aber dies, meine Freunde, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Bis dahin, danke und tschüss.